Morgen! Jetzt sind wir warm, hä? Jetzt gut. Jetzt gut. Ich muss aber kurz dazu sagen, ich habe es vorhin vergessen zu erklären, ich war nicht immer im Garten und habe dort gegessen, was dort gewachsen ist. Ne? Auch wenn ich vielleicht so aussehe, krank im Kopf. Aber ne, ich war, muss doch oft einkaufen gehen, deswegen steht dieser Einkaufswagen heute da. Und wenn du Pech hast, so wie ich, dann erwischst du noch so einen kaputten, quietschende, verklebte, und morgen sagt man verpoppte Einkaufswagen. Der geht jetzt hier, muss ich ganz ehrlich sagen. Der geht. Ich weiß, warum ihr so guckt. Jetzt wird dem deutschen Zuschauer erst bewusst, wie scheiße es aussieht, wie ein Türken Einkaufswagen geschieht. Wie es aussieht. Nicht ein Motiv, ein gelegtes Ding. Aber oft fängt es doch so an, jetzt mal ehrlich. Jetzt, ne? Du kommst hin, steckst dir Euro rein, willst das Ding rausziehen, bleibt das Ding hängen. Da kannst du aggressiv werden. Ne? Da rupp ich manchmal, wie so ein Depp. Rupp ich da schon Leute auf mich zugehen, ne, und sagen, na, Herr Türke, haben Sie die Tablette vergessen? Da könnte ich gerade zuschlagen, ne? Scheiß Flasch. Dunking! Na, aber irgendwann ist das Ding da draußen, ne? Und dann liegt doch Papier drin, ne? Da liegt doch immer so Dreck drin, oder? Wenn ihr, habt ihr das schon mal gesehen? So Kassezettel, genau, Kassezettel. Verstehe ich. Nehmt doch die Dinger mit, wenn ihr sie kriegt. Salatblätter. Da könnt ihr mal so einen Hasen einspringen, scheiß Salatblätter fressen. Ne, so ein Kanickel. Kanickel! Kanackel. Kanackel. Das ist ja ein guter Witz, ne? Nur für so einen Deutschen am Stammtisch. Was heißt auf Türkisch? Kanickel. Kanackel. Sarrazin freut sich. So. Oh, der war aber, das war aber einer hier. Das war ein bisschen politisch, was? Halt die Gosch. Ne, ist mal ehrlich. Ne, könnte man das? Dann hast du, gut, nebendran ist der Mülleimer. Kennt ihr ja, ne? Wenn das Ding raus ist, nebendran ist so ein kleiner Mülleimer. Entweder ist es vollgestoppt oder er ist leer. Da könnte man ja, wenn er leer ist, das Zeug nehmen und in den Mülleimer reinschmeißen. Wenn man Heidelberger ist, macht man das. Wenn man, aber... Ja, Moment. Aber warum? Ich mach das Zeug, was in der anderen Einkaufswagen läuft. Das ist doch menschlicher, oder? In der anderen Einkaufswagen? Ja, warum? Warum macht man es in den Mülleimer, weil er will, dass der Nächste sich genauso aufregt? Kam mir letztens eine ältere Dame, gut, die war sehr sympathisch, ne? So ältere deutsche Dame, war wirklich, sah lieb aus. Dann kam die so, ach, schon wieder so viel Dreck drin. Dann habe ich zu ihr gesagt, gilt, dass man sowas machen kann, habe ich sie gesagt. Ich habe doch einer drauf gesetzt. Soll ich sagen? Ich habe gesagt. Ich habe gesagt. Das waren bestimmt Türke, habe ich gesagt. Verräter! Ja, Leute. An alle Türke. Manchmal macht es Spaß. Ich habe eine deutsche Mama, der ich es. Gut, jetzt haben wir noch Spaß gehabt. Jetzt denkt er auch, ein Kauf ist ja gar nicht so stressig. Ja, wenn es so wäre, das geht ja noch. Dann kommt aber Eingang, Ausgang. Ich habe irgendwie, entweder parke ich so, aber ich gehe immer in den Ausgang rein. Obwohl ich von draußen komme, aber ich gehe in den Ausgang rein. Jetzt denkt ihr, wie, durch dir? Nee. So krank nicht, dass ich die Scheibe renne. Aber, da ist doch so krank, da rennt durch die Scheibe. Nee, oft gehen die Türen trotzdem auf. Habt ihr schon gemerkt? Du gehst zwar von draußen rein, oder sie sind schon offen. Und ich liebe Deutschland, wirklich. Ich habe nichts gegen Deutschland. Ich bin ja hier geboren. Ne? Ich liebe die Berge, ihr ernährt mich. Alles gut. Nur. Guck mal, jetzt wird dem Deutschen erst bewusst. Scheiße, ich habe für einen Türk bezahlt. Hallo, ist so, fertig. Aber ich frecke für euch. Alter, ich gebe heute alles. Pass auf, nee. Ich liebe, ihr seid ein super Publikum, alles gut, aber es gibt manchmal so ältere deutsche Männer, die sind sowas von deutsch, das gibt's nicht. Ich war doch schon drin, es hat geregnet, ich war froh, dass ich drin war, es war genügend Platz. Und da kam einer auf mich zu und sagt,
Das ist Ausgang.